Moin, moin, mein Name ist Heinrich Löwe und willkommen zurück zu Conan Exiles mit Mathilde. Hallöchen. Oh. Ja, erzähl mal weiter, ich komme dann nach. Ja, genau. Wir haben jetzt so ein bisschen die B-Riege, die wir aufbauen wollen. Das ist jetzt Schlepper, die zweite. Die hat Mathilde in Off geholt. Die sieht eigentlich ganz knackig aus. Also ich finde das... ich will jetzt nicht böse klingen, aber... Wenn ich die Hautfarbe so sehe, denke ich an so einen ausgepackten Osterhasen. Lecker. Ja, ich habe auch einen, der heißt Dutch. Ich bin immer noch gerade so in so einem Predator-Fieber drinne. Das liegt durch so ein... Das kommt von so einem mittelmäßigen Spiel, wo man selbst den Predator spielen kann. Ich liebe diese Viecher. Ich bin... Ich habe die in meiner Kindheit gesehen. Andere haben irgendwie Kackmärchenfilme geguckt, Ariel oder sowas. Ich habe den Predator gesehen. Und ich bin gerade wieder so... Ja, durch das Spiel gucke ich hier die Filme. Ich habe auch jetzt mal ein paar Modelle angefangen zu bemalen. Aber es sind auch Predatoren natürlich und Aliens. Ganz naja. Kurz, wohin gehst du? Wir wollten noch Rhinos knüppeln. Ja, nach Norden, okay. Da, wo ich vorhin war. Im Off musste ich ja zurückgehen, im Offscreen. Darum heißt er Dutch. Ne? Das ist ja Arnold Schwarzenegger in Predator 1. Außerdem fiel mir kein anderer Name ein. Ja, meine Frau kann es kaum mehr noch hören, ne? Kein Kommentar. Wollen wir noch die RVP-Filme demnächst gucken? Oh. Und danach fangen wir mit Alien an? Können wir RVP überspringen? Also ich werde die mir angucken. Ich will mal so köstliches Fleisch mit hier. Kann man bestimmt irgendwelche blöden Sprüche machen oder ein lustiges Trinkspiel draus machen. Jetzt mal, wenn wir sowas Unlogisches tun, trink was. Die tun da immer was Unlogisches. Ja, deswegen ja. Anders erträgt man diesen Film nicht. Ich habe AVP 2 übrigens im Kino gesehen, damals zu Weihnachten. Ja, ich auch. Der Trailer war ja auch super. Das Problem war nur, die besten Szenen waren ja im Trailer zu sehen. Nee, das Witzige, als ich da war, war einfach dann irgendwie so Teenager, gerade 18 geworden. Und die waren voll besoffen und haben das ganze Kino unterhalten. Na super. Und dann war das so, also alle eigentlich schon genervt. So, also, ja, es war nur Werbung, aber trotzdem war es echt nervig. Und dann fing der Film an und dann war gerade der erste von denen rausgegangen. Also es waren zwei Jungs und ein Mädel. Und erst ist sie halt draußen gewesen und dann, ey, knallst du die Alte noch heute? Bla bla, ja klar, ich mach die noch voll heiß, bla 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 bla. Ging's dann eben die ganze... Naja, und dann war einer, eben der die knallen wollte, O-Ton, der verschwand dann und war 20 Minuten weg. Also bis der Film anfing. Tosi verschwand dann auch nochmal. Und dann kam sie irgendwann wieder, der Film lief gerade 10 Minuten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer er hieß, deswegen nehme ich jetzt einfach irgendeinen beliebigen Namen. Ey, Kevin ist in der Lobby und ist total besoffen, wollen wir lieber gehen? Natürlich so laut, dass das ganze Kino das mitkriegt. Das war das Unterhaltsamste am Film. Mhm. Ja, das war schon irgendwie lustig. Das ist genau ein Grund, warum einige Leute Kinos nicht mögen. Wegen so anderen Vollspackos. Vor allem mit dem Namen Kevin. Ich weiß nicht mehr, wer hieß, aber klischee-mäßig würde es einfach passen. Ja. Achso, müssen wir hier lang? Nee, ich bin vorhin, glaube ich, da so lang gelaufen. Da war hohes. Das war doch meine Frage, ob wir hier lang müssen. Da sagst du, nee, wir müssen da lang. Genau da lang, wo ich gerade lang gelaufen bin. Für Nenü? Du weißt, dass wir vor der Stadt sonst auch ein Nashorngrat haben, ne? Ja, aber hier waren so viele vorhin. Da waren so zwei, drei Babys okay. Und drei, die haben mich gejagt. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Heinrich das erzählt hat. Wir brauchen halt Haut. Oh, ich sehe ein Nashorn. Was brauchen wir? Wir brauchen Nashorn. Nee, mit deiner Geschichte hast du ja unterbrochen. Wollte ich gerade erzählen, was wir heute machen wollen. Und dann, ja, hast du... Achso, sorry. Ja, du warst mit deinem AVP und Predator und Alien und Gedöns beschäftigt. Da ist ein Nashorn.
Links höre ich auch Wines. Hier ist mal ein Tiger. Hier ist ein Nashorn Baby. Brauchen wir aber nicht, oder? Ach ja. Los, kämpf, Dutch! Los, Schlepper, die zweite! Zeig denen, was der Hake ist! Oh oh. Wo ist er hingeflogen? Wo ist er hin? Ja, kannst du enthaupten. Ja, also genau, was wir eigentlich erzählen wollten. Toll, also, wollen wir das Kind hier auch töten? Ja, wir brauchen halt Nashornhaut, weil der liebe Heinrich möchte auch aquilonische Klamotten haben. Ja. Und da brauchen wir unter anderem Nashornhaut. Wir brauchen sowieso Haut, ja, dass das wir noch mehr Nashörner, guck an. Wir brauchen halt Haut, damit wir verstecktes Leder machen können. Kämpf, Dutch! Aua! Oh, Schlepper ist schon 2 Stufen aufgestiegen. Ich finde das toll, wie die fliegen. Ich komme da auch nicht drüber klar irgendwie. Ich find's immer wieder geil. Ja, ich guck nochmal, ob die auch ein Baby hatten. Weil müssen wir das auch töten. Damit es nicht verhungert. Genau. Ach ja, uns wurde auch gesagt, dass wir uns mal um Rüstungsverbesserungen kümmern sollen. Kids meinst du? Oder Rüstungsverbesserungskids meinst du, ne? Genau. Aber es lohnt sich erst, wenn wir wirklich die Rüstung haben, die wir haben wollen. Und nicht mehr aus dem Gebiet gehen, wenn wir irgendwo sterben. Genau, ja, das war echt ärgerlich mit Schlepper, aber das Problem war halt, da waren so viele Säbelzahnmuschis. Ja, bis zu 4 Stück, das ist... Ich konnte die überhaupt nicht Sachen bergen, die Sachen. 4 Stück und die waren, also 4 sind schon echt... Muschis, da vorne sind Muschis. Ja, aber das sind ja keine Säbelzahntiger, das ist ja... Ja, normaler Tiger, ne? Ja, das ist, Ab und zu brauchen wir auch Katzenfett. Das stimmt. Miau. 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 Wow. Ah, ich liebe diesen Hammer. Ich weiß nicht, warum. Und wir brauchen auch immer noch Dämonenblut. Ja. Ich will nur nicht, dass wir es vergessen. Nee. Ach, das ist schon aufgegessen. Daraus kriegen wir nichts mehr. Schade, aber ich dachte mir... Ja, wir können ja auch dann die Typen, wenn sie ein bisschen aufgelevelt sind, bessere Rüstung geben. Ja, ja, und dann, auf jeden Fall. Aber die müssen sich erstmal beweisen, darum haben die erstmal nur Standardscheiße bekommen. Guck mal, da ist noch normales Fell. Ja, ich hole mir so ein Kudu. Kudu, Kudu, Kudu. Bleib stehen, sie sind verhaftet. Schlepper, mach mal den Kudu platt da. So. Kudu, Kudu, Kudu. Auch was hier Dingens angeht, wo sind denn deine Opfer? Hast du die schon gehäutet? Ja. Okay. Ich habe nur einen erwischt. Auch was hier geile Waffen angeht, müssen sie sich erst verdienen. Ja, geile Waffen müssen sich erst verdienen. Weil wir wollen ja sowieso zu den Schlipperkönigen. Ja. Oh. Was? Gab's da wieder Worte? Ich hab da so ein gehört. Nö, schon hat sich erledigt. Gibt's hier vielleicht noch ein paar Nashörner? Dann können wir ja wieder zurück. Die sind doof. Ja, die bringen aber gut. Oh, da ist noch eine Muschi. Oh, das ist. Ist das eine weiße Muschi? Das ist eine weiße Muschi. Eine weiße Muschi.
Ist sie rasiert? Ich will den töten. Guck mal, das ist ein Silbertier. Fuck! Ich fast tot! Abhauen! Okay, abhauen! Ich hoffe, unsere Scheiße. B-Mannschaft haut jetzt auch ab, weil... Wir haben nur Scheiße. Dutch, komm, Junge! Schnepper! Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das ein Totenkopf-Viech ist. Naja, er war bei aber Siegfried Schnepper, und Roy. Schnepper, die zweite kommt. Aber hinter Dutch ist der Tiger her. Okay, ich muss weiterlaufen. Dutch, komm! Los, komm, bevor der Predator in die Luft fliegt! Ach, der Puff? Hm? Der Puff? Ja. Hast du Teil 1 nicht gesehen? Ja, ich hab Teil 1 gesehen. Müssen wir den nochmal gucken? Nee, du hast den doch erst gesehen. So, okay, er ist zurückgeblieben. Puh, war das aufregend. Das wäre ja jetzt peinlich gewesen. Der hat ja nur einen Kratzer abgekriegt. Hast du gut gemacht, Junge. Achso, Schlepper, wie sieht's bei dir aus? Der Soldat. Oh, Schlepper hat ein bisschen mehr abgekriegt. Oh, hier ist auch noch so Prärie. Vielleicht sind hier noch Nashörner. Mal kleine Rhinos. Nee, da ist eine Muschi, aber das ist eine normale Muschi. Aber ich glaube, hier sind keine Nashörner mehr. Dann müssen wir mal zu unserem Gebiet zurückgehen. Oh! Ach Gottchen, hier sind Leute. Ja, wo bist du denn? Woanders. Woanders? Oh nee, Schlepper, komm her. Hier, ich habe jetzt keinen Bock. Ach, die kämpft ja auch ohne Waffe. Ist die denn dumm? Warum gibt's denn keine Waffe? Die hat eine Waffe. Was weiß ich, warum sie ihre Waffe nicht nutzt. Reliquienjäger? Keine Ahnung. Oh, Schlepper, Schlepper soll meinen Arsch hierher bewegen. Oh oh. Boah, jetzt nehmen wir auch mal den Streitkolben in der Hand. So. Du bist da hinten. Ich kill die alle. Ja, ich habe leider keinen damit. Oder die kill mich. Irgendwer killt ja. Aua. Oh oh. Ein Reh, ein Blödsinn, hau da lieber ab. Ich hab keine Zeit. Das sind meine Herzen. Warum rennst du auch weg? Das sind Leichen, die will ich looten. Ja, sorry, ich dachte, du wärst schon längst woanders. Nein, ich kämpfe. Danke fürs Wegrennen. Es sind zwei Leute noch da. Ich muss kämpfen, weil ich blute. Ich komme ja schon. Ach, der ist schon da. Hey, die Heilung beendet. Ich blute schon wieder, Mist. Hör auf zu bluten, Junge. Wir brauchten Verbände. Das haben wir vergessen, ne? Ja. Ach, da seid ihr. Oh, dass der auch nicht kämpft. Wo sind die Leichen hin? Hey! Ah. Ich hab keine Ausdauer mehr. Alter, ich brauch wieder Tränke. Das musste sein. So, jetzt will ich aber die Herzen haben. Ja, mach mal. Haben die Rüstung für Schlepper? Nein. Nichts dabei? Oh, der hat eine Kerze. Bisschen Eisen. Ich brauche Kerzen. Ja. Wofür? Für meinen Tempel. Weil die anderen Leichen sind schon weg. Scheiße. Das ist ärgerlich. Weil ich wegrennen musste. Oh. Mit dem Wegrennen sollte man besser absprechen.
vielleicht ein lautes Zurückziehen oder Sammeln. Ja, sowas zum Beispiel. Scheiß Disney. Naja, es kommt ja aber... Scheiß Disney. Aber Ariel oder was? Oder wie heißt der Tiger, den sie Sperma ins Auge getan haben oder auf die Stirn? Komm her! Nicht getroffen, nicht das getroffen. Das war der Saft einer Frucht, du. Ja, ja, der Saft du seiner Frucht. Von welcher Saft war das wohl? Von irgendeinem Kürbis oder so. Was ja, 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 vom Kürbis, sicher. Da haben erstmal alle Tiger drauf gewichst. Tiger in Afrika. Wow. Keine Ahnung, was das für Viecher waren. Heute dich. Erstmal alle so Keks wichsen und dann so auf die Stirn schmieren. Schön. Das ist ein Kinderfilm. Du mir nach Hause. Ich töte dich. Ja, du musst halt hier mal die Uncut-Version angucken. Dann siehst du das ja. Nein, Mann, man sieht, wie Rafiki diese Frucht zerteilt. Ah. Ja, ah. Ich glaube nicht. Doch, ich glaube, wir müssen den Film mal wieder zusammen. Oh nein, 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 nein. Den und weißt du was? Ich werde jedes Lied komplett mitsingen. Das ist Folter. Das machen sie mit den Leuten in Guantanamo auch. Und ich werde versuchen, gerade die hohen Töne der weiblichen Stimme zu treffen. Das, was du nicht kannst. Kann es wirklich Liebe sein? Toll, wegen dir kriegen wir D-Abos. Alter, jetzt lass mich... Du, Alter, du... Ah! Ich hab eine Kerze, die muss ich aufstellen. Hier, ich hab eine Kerze, die muss ich aufstellen. Ja. Ja. Mein Tempel soll hübsch sein und nicht so hässlich wie deiner. Das ist ein hübscher Tempel hier. Ohne Dach. Muss ja einen Sinn haben hier. Die Kerzen sind dafür, dass sie uns wärmen. Alle sind willkommen bei Seth. Ja, vor allem die... Ach, ich habe die Herzen vergessen, verdammt. Was meinst du? So, was wollte ich jetzt machen? Das weiß ich nicht. So, ich wollte mir erstmal noch Oberschenkelgedöns machen und... Oberschenkelgedöns. Für dich ein paar Sachen habe ich dir schon in deine Truhe gepackt. Danke, danke, ja. Danke. So. Oh ja, seht. Siehst du, da muss ich mal gucken, was ich eigentlich schon für dich habe und was ich noch für dich machen muss. Also, Armschutz ist schon drin. Armschutz ist drin. Genau. Also, du brauchst alles außer Armschutz von den akilonischen Gedöns. Ah, cool. Ich hab einen Armschutz. So, Dutch. Du hast dir deinen Armschutz verdient. Und Schlepper, du hast dir deinen Oberschenkelschutz. Ja, die müssen sich hier ihr Zeug verdienen. So, dann. Also, dein Oberschenkelschutz ist auch schon fertig. Okay.
deine Brustpanzerung ist gerade in der Mache. Eieiei. Ja. Ich wollte denn jetzt nicht so viel geben. Nachher bildet er sich was drauf an. Nein, ich dachte, das akelonische Zeug ist da für dich. Ja, ja, aber er kriegt ja meine alte Rüstung. So, das soll ja nicht verkommen. Und jetzt brauche ich gehärtetes Leder. Und dafür brauche ich alchemistische Substanz. So, also Brust erhält. Dafür brauchen wir gehärtetes Leder. Die Säuberungsanzeige füllt sich nicht irgendwie. Ich dachte, du hast es umgestellt. Ja, hatte ich auch, aber wahrscheinlich die falschen Regler bedient, keine Ahnung. So, also dein Helm ist auch gleich fertig. Dutch, du kommst ja schneller an Klamotten, als wie man sich das halt denken könnte. So. So, und wie war das jetzt mit diesen Verbesserungskits? Ja, die konnte man irgendwo bauen. Oder meinten die Verstärkungskit? Wahrscheinlich. Oi, also die schweren Barnier-Klamotten haben einen ganz schönen Unterschied zu den. Braucht man dafür noch ein Rezept, weil ich habe ein einfaches Rezept für einfache Verstärkungskit und ein einfaches Werkzeugverbesserungskit. Muss ich gucken, weil ich ja sowieso meine Talente neu gemacht habe. Cool, ich kann es nicht auswählen. Nicht. Fünf Eisenbarren. Ich baue das jetzt einfach mal. Ist uns Reparatur? Eine Verstärkung, die die Haltbarkeit von Waffen und Rüstung erhöht. Aha. Rüstungsschmied. Rüstungsflexibilität. Rückenplastierung. Ah. Dann baue ich davon nochmal ein paar. Genau, mach das mal. Ich kümmere mich gerade auch noch um die. Bandagen. Ah, danke. Betäubende Bandage. Oh, verstecktes Leder. Honig und Aloeblätter. Oh, Wundverbände wären nur Leder und Aloeblätter. Machen wir die doch erstmal. Die Sachen in der Rüstungsschmiede waren die für mich? Die aquilonischen? Ja. Gut, danke.
Maskerade zur Verbesserung des Kits. Ja. Müssten gleich fertig sein. Müssen wir auch wahrscheinlich demnächst mal wieder farmen. Achso, wo wollen wir denn als nächstes hin? Ja. Wir können gerne. Entweder nochmal vor der Stadt Nashörner jagen. Hm? Ihr könnt auch Mitarbeiter kloppen oder zum Schlüpferkönig. Ich würde sagen, dass wir eher Mitarbeiter kloppen. Haben wir genug? Weil Schlüpferkönige wäre nochmal eine Folge für. Du hast ja schon verstärkte Knüppel organisiert hier, oder? Ja. Ich war fleißig. Was waren denn die aktuellen Dinger hier? Die Kettenfesseln? Kettenfesseln. Dann gibt es hier verschiedene Knüppel. Ich glaube, die Stahlknüppel sind die besseren, ne? Ja. Dann nehme ich eine, weil ich gebe ja dem Typen hier auch einen Knüppel. Gib mir deine Waffe. Ja, ist ja nicht schlecht, die mitzunehmen, ne? Ja, die kriegen einen besseren Knüppel, ich nehme den schlechteren. Ich nehme meine stumpfen Pfeile mit. Okay, dann lass mal in die Stadt gehen. Vielleicht finden wir ja noch einen besseren Schlepper. Oder in die Stadt? Nee, ich meinte nicht in die Stadt. Ach, da oben im Norden? Ja. Da ganz oben im Norden? Ja. Das ist ja voll der weite Weg. Ja, aber da gab es gutes Personal. Oh, warte, jetzt habe ich die Kettenfessel vergessen. Ja, okay, gut. Ja, können wir machen. Dann machen wir aber fast forward beim Hinlaufen und ich würde dir gerne noch ein paar Verbände geben. Ja, weil sonst wird die Folge zu lang. Genau deswegen. Achtung, Heinrich. Ja. Da. Wenn dich jemand blutend macht, dann lauf vor, ich folge dir. Ja, dann bis gleich. Genau. Oh, ein Pferd in freier Wildbahn. Cool. Hat aber einen langen Hals. Was tun für ein Pferd? Ein Mutantenpferd oder was? Das ist ein Fohlen. Ein flinkes Fohlen. Hast du eingesteckt? Ja. Ist bei Schlepper. Ist noch ein Fohlen. Oh. Es ist sehr kalt. Hier geht's runter. Aber da sind Leute. Da war ich aber nicht. Lass uns woanders lang gehen. Also als ich hier war, war es nicht kalt. Hier bin ich durchgekommen. Wollen wir hier durchwaschen? Da muss ich erstmal Luft holen. Okay. Ich gehöre nicht zu euch. Das Dumme ist, hier sieht man ja nichts hier. Also ich kann nicht so weit gucken. Ach komm, schwimmen mal, verfolgen sie uns nicht.
Oder wir schwimmen nicht. Oh, hier ist ein Geist. Die Menschen. Ist es ein Liebespaar? Oh, hier ist ein Text. Warte, ich komme. Ich glaube, ab hier können wir wieder normal machen. Und jetzt ist mir sehr kalt. Ja, mir auch. Gut. Werter Reisender, ich bin Ragnis, beseelt von den Göttern und fleischgewordene Tapferkeit. König dieser Gefilde und von allem, was ich erblicke. Ich mag diese Menschen nicht. Bald werden sie sich vor mir verneigen. Morgen gehe ich in ihre verfallenen Hütten, spucke ihrem Häuptling ins Gesicht und mache mich zu ihrem Anführer. Und wo habe ich jetzt Spucken? Sind das da die? Da ist so ein... Weiß nicht. Ich habe Spucken. Ich weiß nicht, du warst doch bei den Menschen, die wir fangen. Nein, wollen. Ich habe da... Das ist die nicht, aber was ist denn die? Das ist ein Feuerchen. Heidi ho! Oh, mit dem kann man reden. Oh! What brings you to this God's cursed corner of the world, exile? Sein Feuer wärmt mich nicht. I can't even seem to convince my kinsmen to give up their delusion. I feel like I must stay here. The goat-livered idiots in this clan are still my kin. And there are whites, of course. It's an endless battle to retain my sanity. I came north with a companion, a Shemite who cut me from the cross. He died on the road, but before he did, he saw a great deal of this land. Here, we have an ancient battlefield. The crimson lotus that blossoms in the soil is proof that blood was once spilled in great quantities. North, there is snow and ice, and a temple all aglitter with frost and falling stars. I have spoken with a strange frost giant who told me we were living in a dream. In the volcano, I heard a strange call who claimed to hear whispers from the ruins there. He tried to stop me from leaving, but I left them to their delusions. North is a black keep and a silent legion who guard it. I dare not stray too close. That is the door. Das ist der Norden, ja. Auf Wiedersehen. Das schlechte Wetter hier. Der Norden vergisst nie. Oh, man kann hier Pilze sammeln. Pilze, Pilze, Pilze. Und hier gibt's Feuer, aber mir ist schon wieder sehr kalt. Hm. Nee, das, wie gesagt, sie waren, das Personal ist hier so schräg gegenüber. Ich folge dir. Boah, macht. Da ist ein Champion. Wenn wir den sehen, müssen wir laufen. Yeah. Hier bei solchen Hütten waren die, glaube ich. Okay. Also bei solchen Hütten waren die Toten. Da sind wir noch ein bisschen weit weg. Und da links, wo das Feuer ist. Oh! Achtung, tief. Hier ist es extrem kalt. Warte, wo bist du auf einmal hin? Ich bin runtergeplumpst. Da. Ja, bin ich. Alter! Was hat der denn gerade für ein Problem, bitteschön? Das weiß ich nicht, aber ich will's auch nicht wissen. Die haben mir ganz schön die Hosen runtergezogen. Ja, mir auch. Ne, da oben ist ein Feuer, da waren die auf jeden Fall. Und da gab's halt auch hier irgendwo am Rand eine Dame, die 2 Meter groß ist, wenn du die siehst. Das Gefühl, sie hat uns gesehen. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ja, da gerade. Ach, guck mal, da oben. Da steht einer.
da. War voll getarnt für mich. Ich hab die nicht gesehen. Jetzt ist sie ohnmächtig. Okay, wie kommen wir da hoch? Klettern? Da gibt's bestimmt auch einen anderen Weg. Aber klettern ist einfacher wahrscheinlich. Musst du dich aber für ausziehen? Nein, muss ich nicht, weil ich cool bin. Okay. Guck, guck. Dann kletter mal weiter. Ich muss nebenbei essen, ich muss heilen. Vielleicht kannst du das nicht gleichzeitig? Was war es denn überhaupt hier? Ein chimärischer Priester. Wie ein Priester? Sie sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ja. So, aber da sind mehr Leute. Na, wir brauchen aber die Einzelnen am besten. Ich bin nur gerade so ein bisschen gucken. Oh, einer okay, kommt? Nee. Das ist Dutch. Aber da sind zwei. Ich könnte welche hierher locken. Ja, dann lock mal. Ich esse erstmal hier die Schalentiere. Oh, die schießen zurück. Oh, das sind drei. Okay. Oh, die ziehen aber ganz schön runter, du. Alter Schwede, ich muss weg. Die reden ja wie Arnie, ja? Ups. Oh nee! Schlepper tot? Ja. Alter, was ist das für ein Vieh? Jetzt muss ich die Waffe nehmen. Das, was ich gerade geheilt habe, ist schon wieder fast weg. Ich glaube, die nehmen wir und hauen ab. Ich treffe den nicht. Der ist Level 3, der ist gut. Alter, der hat ja gar nichts. Mach erst ohne. Alter. Die andere Person töte ich, den Bogenschützen. So, aber ich habe die Klamotten von Schlepper mitgenommen. Dann brauchen wir jetzt eine neue Schlepper? Mhm. Oh, super, Dutch, da sehen wir ihn nicht. Dann hol ihn doch her, befehl ihm hierher zu kommen. Habe ich gemacht, aber er kommt nicht. Doch, jetzt kommt er. Schnell das Seil ausrüsten und abhauen hier. So, ich habe einen chimärischen Kämpfer 3. Warte. Schlepper, das ganze Essen. Und ja, ich habe so viel vom Essen von Schlepper genommen, wie ich. So, ich habe auch ich habe auch eine. So, wo bist du? Ich bin runtergegangen, wo wir hochgegangen sind. Also, wir sind doch hochgeklettert. Ja. Und weg hier. Alter, sind die gut. Das Problem ist, ich habe keinen Bock, nochmal durch die Untoten da durchzulaufen. Können wir da irgendwie außen vor? Ich folge jetzt diesem Weg hier. Wo rennst du lang? Da, okay, den meinst du. Ich habe so viel von Schlepper mitgenommen, wie ich noch gekriegt habe. Ich glaube, das hast du vorhin nicht mitgekriegt, aber Schlepper hatte zwei. Die zweite hatte so eine schöne Hautfarbe. Da musste ich irgendwie an so einen Osterhasen denken, oder? Ja, habe ich mitgekriegt. Achso. Da habe ich gerade Nookie Power gespielt. Ah. Aber wir hätten gleich von Anfang an hier außen rumrennen sollen. Alter, der eine war aber stark. Der hat mich zwei, dreimal richtig verwundet. Und die müssen wir dann quasi... Naja. Das heißt, wir müssen dann erstmal Schleimsuppe wieder kochen, ne? Ja, das Schleimsuppe, Eisen brauchen wir ja eh. Hast du ja gesagt. Hm. Vielleicht können wir das ja schnell im Offscreen machen.
Ach, da müssen wir ja auch noch hin, da zu diesen Dingern da. Oh nein, oh nein. Irgendwas Fieses ist hier irgendwie. Ich laufe. Ich auch, ich hab keinen Bock zu kämpfen. Ja, auch nicht. Ich will mein Opfer so schnell wie möglich nach Hause bringen. Ich auch, bevor mein Seil kaputt geht. Ja, wobei ich glaube, das hier hält relativ lange. Naja, scheint sehr gut zu sein. Die Anfangsdinger, die waren ja immer mistig. Ja, ich habe ja ich hatte ja nochmal meine Talentpunkte reorganisiert. Und da habe ich das dann nochmal mit reingepackt und habe dann zerbohren. Unseren Supersklavenmeister habe ich da einmal in die Werkbank reingepackt, um halt diese richtig geilen Keulen und diese richtig geilen Seile herzustellen. Cool. Ja, ne? Was die Mathilde nicht alles offscreen macht, du. Ohne die wärst du voll verloren. Ja, ohne die würde ich wahrscheinlich kein Conan mehr spielen. Davon mal abgesehen, ja. Pilze. Ich weiß noch gar nicht, was man so aus den Pilzen machen kann, aber... Ich auch nicht, ich nehm's einfach mal mit. Ja, ist noch neu für uns, also... Ich in bestimmt 10, 20 Folgen sagen wir so, ach Pilze, pff, das liegen im Dreck. Hattest du Schlepper schon gute Ausrüstung gegeben? Nee, das war irgendwas, das noch über war. Aber ich hab's trotzdem mitgenommen. Genau, das kann er dann hier so... Also ich dachte mir, es ist wichtiger, Rüstung mitzunehmen als Essen. Ja, ich hatte noch Platz, also von daher. Weil, ganz ehrlich, diese Schalentiere, Oh. Die, mit denen können wir uns totschmeißen. Und die Fallen sind unter Garantie auch wieder voll. Ich habe keine Lust auf diese dumme Sandfliege. Nee, ich habe hier... haben unsere Sklaven, die... Ich finde es ja erstaunlich, dass so wie wir die Sklaven hinter uns herziehen, also die neuen Mitarbeiter, dass die kein Schleudertrauma kriegen. Ja. Ich habe den Punkt von diesem Ort, wo wir gerade hingenannt, auch so Personal anwerben genannt oder so. Sehr schön. Das Personalbüro. Personalbüro Nord. Ja. Ich meine, jetzt mal ehrlich, da muss man doch Verwundungen davon tragen, so wie die hier hinter einem hergeschleift werden, oder? Vor allem die Klamotten, die zerreißen ja. Die müssen wenn ihr abgeschabt sein, bis zum geht nicht mehr. Und der Kopf und die Arme bewegen sich hier so wie, wie, wie. Der scheint schon tot zu sein. Und auch nicht zu wiegen. Alter. Wie der so bei dir rumfliegt da. Bitte, deiner fliegt genauso rum. Bestimmt. Oh, ich bin... Kann ich auf ihn surfen? Warte! Ich will auf ihn surfen! Oh, mein Cimmeria ist doch kein Surfbrett. Doch, klar. Das sind die besten Surfbretter ever. Das ist voll nicht Gumbo. Was ist denn Gumbo? Gumbo ist das neue Wort, wenn man sagen möchte, dass was toll ist. Gumbo. Wo hast du denn das her? Aus dem Internet. Kennst du es nicht? Nein. Mann, Gumbo ist das Wort. Kennst du es nicht? Peinlich. Ja, ich kenne keinen Gumbo. Gumbo klingt eher wie jemanden, peinlich. Der mir... Naja. Hm? So, Schleimsuppe. Wir brauchen ja erstmal keine Mitarbeiter mehr, oder? Nö. Nein. Alter! Ey, kannst du mal? Alter, was denn?
Bist du Jagro hier? Was ist schlechteste Essen? Ich will nur mal. Ich will nur in Ruhe mein Zeug in die Werkbank da packen. Ja, mach ich doch auch. Nichts anderes. Ja, aber wenn du da immer bist, wurde ich immer rausgeschmissen. Oh. Das kann ich ein bisschen möglicherweise nicht essbar, die Pilze. Hm. Pack sie erstmal hier in die. Uiuiuiui, ganz viel Gammelfleisch. So. Du gehst auch immer in die Truhen, die ich möchte. Das ist ja. Machst du mit Absicht? Geh weg! Oh, Fettrauben. Meine. Soll ich dir die nicht mal schön zubereiten? Ja, dann packe ich sie dir hier wieder rein in so einen, in diesen Düngerbottich. Mach mir Fettraubensuppe. Njam, 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 njam. Ich guck mal, was ich Schönes aus den Fettrauben für dich zaubern kann. Gut, du machst da mal Fettraubensuppe. Ich werde mein Werkzeug reparieren und dann werde ich, werden wir die Folge beenden und dann kann ich mal. Ich will erst noch gucken, was ich hier Schönes. Feurig scharfe Raupen. Ja. Oh, die kann ich dann, die kann ich dann im Wintergebiet mitnehmen. Genau. Ich hebe sie mir auf. Für die kalten Tage. Ich könnte Tage. Dir auch eine Dafari-Käfersuppe machen. Aber dafür brauche ich noch Insekten und Suppe. Ja, du machst ja erstmal Suppe und hier. Ich mach dir da deine Raupen. Deine feurigscharfe Raupen. Ja. Ich gehe erstmal Eisen farmen. Habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Oh ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Und schaut auch mal die Folgen von Mathilde. Die Edna-komischen Edna-Folgen. Harvey. Achso. Harveys neue Augen. Das ist der zweite Teil von Edna bricht aus. Ah, okay. Dann gucken. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.